So, guten Morgen. Ja, da sind wir mal wieder. Wir steigen auch gleich frisch ein. Wir haben viel investiert, oder ich habe viel investiert. Wir, ich, deine Mutter, was? Nein. Es wurde viel investiert, auf dem Hof genauso wie in der Industrie, und das werden wir gleich sehen. Sobald er ausgeschlafen hat. So, machen können wir so nichts mehr. Füllen wir eben kurz die Hühner auf, bevor wir alles machen, alles andere machen. Weizen wird langsam knapp. Das Problem ist, der muss allerdings jetzt durchhalten. Entschuldigung, ich habe die Kamera noch nicht mal offen. Zack. Guck. Das ist praktisch mit so einer Klappe davor. Dann kann einem nämlich keiner zugucken, wenn man, ne, Dinge macht, die nicht jeder sehen soll. Ne? Wie zum Beispiel sich umziehen und solche Sachen. Also jetzt bitte nichts. Ne? Für alles andere bin ich viel zu alt. So, heute dürfte es sogar mit Glück endlich mal soweit sein, dass wir endlich Dings haben. Endlich den Salat hinten rauskriegen aus unseren neu gebauten Tunneln. Ich will es hoffen. Geld ist jetzt, das muss ich mir überlegen, ich glaube, ich bin mit 120 aus dem letzten Monat rausgegangen. Das ist also noch vertretbar. Allerdings muss ich eben halt, wie gesagt, feststellen, wir brauchen Weizen. Das ist halt das leidige Problem. Und theoretisch bräuchten wir das noch das eine große Feld da unten wenigstens. Ne? Oder noch ein größeres Feld. Noch viel mehr Weizen. Damit wir es gleichzeitig in der Dings aufnehmen können und. Also in der Getreidemühle aufnehmen können oder in der Mühle vielmehr. Da würde ich mir, oder das meiste Getreide. Weiß ich jetzt gar nicht. Also der eigentlich Körner müsste also ein Getreide sein, oder? Man sagt ja Körnermais. Gute Frage, nächste Frage. Wir gehen jetzt erstmal gucken, wie es hier ausschaut. Eier ist eh klar. Das Schild da muss auch mal irgendwann weg. Wenn ich mir irgendwann richtig Langeweile habe, mache ich das da mal weg. Immer noch nicht. Euer Ernst, jetzt muss ich wirklich nachgucken. Das kann ja nicht angehen. Das kann ja nicht angehen, ey. Da warte ich jetzt schon seit gefühlt 20 Jahren drauf. Ne, 3700, das ist eben mal der Nachteil. Nur Salat macht halt echt gar nichts. Na, das ist halt. Schaut hier aus, irgendwas. Ja, wir sind da hinten ein paar. Jetzt. Ja, aber viel ist es nicht, was wir heute einnehmen. Das ist halt offiziell und es scheint hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das auch am Wetter liegt, was ja eigentlich nicht sein dürfte, weil es ja ein Gewächshaus ist. Aber es ist ja noch ein Gewächstunnel und ein Gewächstunnel ist ja in 99% der Fälle nicht beheizt. Also schwierig. Ganz schwierig. So. Wow, alles voll hier. Fast. Meine Hühner sind fleißig. Man will nicht mehr die meckern. Muss sie sich hinschieben, das hilft ja nichts. Wichtig ist immer loslassen, wenn ihr die Dinge in der Hand gehalten habt, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt müssen wir eben rausfinden, wo Eier am wertvollsten sind und das andere sind Erdbeeren, glaube ich. Ne? Ja. Erdbeeren wachsen natürlich relativ schnell. Ne? Das ist so. Rausfinden. Im Dezember haben wir gesagt, müssen wir Dings verkaufen. 4247, 426, 4000. Edeka ist Eier. Erdbeeren auch. Bei Erdbeeren liegen sie schlechter da.
Ja, aber Eier ist das Entscheidende. Das ist das, was richtig Geld bringt. Also weg damit. So, den Automaten kennen wir alle schon für die faulen Momente. Den benutze ich allerdings auch wirklich nur, wenn ich mal so gar keine Zeit habe oder denke, gar keine Zeit zu haben. Aber wir gehen jetzt mal hier eben rum. Die Raupe ist weg, die muss ich zwischendurch verkaufen. Hier steht allerdings schon mal eine Einzelkornsaatmaschine für nächstes Jahr. Die zweite steht ja auch hier. Und da werden wir im nächsten Jahr wirklich viel, viel machen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts Neues. Nee. Aber in der Industrie ist was neu. Und da müssen wir jetzt auch mal eben hin. Den haben wir nämlich auch vergessen. Da hätten wir vielleicht Brot abholen können. Wobei, da sind heute. Oh, da steht ja auch Öl in. Oh, ja. Okay, da müssen wir definitiv nochmal hin dann. Da können wir auch einen Traktor hinschicken mit Hänger. Das müssen wir nicht mehr mit. Wow, das schafft was. Das wird was schaffen, definitiv. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ich habe Raps zugekauft, weil ich keinen eigenen hatte. Dann war mein Geld aber auch schon wieder fast alle. Und deswegen habe ich jetzt. Ich habe da halt noch eine Ölindustrie gebaut. Und wie gesagt, wir müssen hin. Es hilft nichts. Es hilft absolut nichts. Weil das wird nochmal richtig Geld bringen. Damit haben sich unsere Investitionen, glaube ich, jetzt wirklich rentiert. Ich habe ein Silo da gebaut. Das also wirklich. Wir werden da eine Menge zu tun haben. Ne? Wir werden eine Menge Spaß haben. Wir werden viel verkaufen. Da können wir uns jetzt schon mal drauf freuen. Ne? Und hier müssen wir zusehen, dass wir das Mehl darüber kriegen. Damit garantiert wir gleich einer hinterherkommen, oder? Und, na doch. Na, kriegen wir da drunter? Ja. Und ja, ich meine, für den kurzen Weg reicht der Gabelstapler vollkommen aus. Man könnte natürlich auch einen Teleskoplader oder sowas dafür nehmen, aber brauchen wir ja nicht. Der Weg ist nun wirklich so kurz, dass wir das da nicht, dass wir da nicht solche Kohle verschwenden müssen. Und er ist halt auch extrem windig, das darf man nicht vergessen. Und andere Dinge haben wir hier nicht zu transportieren. Wenn wir nachher wirklich aus dem Silo was rausholen müssen, dann muss hier halt ein Traktor mit Hänger her. Das hilft halt nichts. Ne? Also den fahren wir dann rüber. Den stellen wir hier auch nicht ab. Auch wenn wir uns das wahrscheinlich finanziell problemlos leisten können. Den kennt ihr auch schon, ne? Meinen überhaupt, meinen süßen Dings hier. So, ne. Ups, das war ein bisschen falsch, aber egal. So. Jetzt müsste gleich der Traktor natürlich auch schon da sein. Das war jetzt ein totaler Müll. Aber jetzt aber, das war mal ordentlich. Das war jetzt wirklich mal ordentlich. Im Gegensatz zu den anderen Malen. Was wir aber noch nicht hinkriegen, ist definitiv, wir produzieren noch nicht genug, also wir produzieren genug Mehl, um die Anlage immer, den Bäcker immer am Laufen zu halten. Was ist denn jetzt hier los?
Ding nicht mehr los. Okay, dann bleibst du da halt stehen. Bis es alle ist. So, sehr schön. Brot bleibt erstmal stehen. Boah, da steht ja richtig was rum. Alter Schwede. So, wichtig ist hier in unseren süß gebauten Hütte mit Solar auf dem Dach immer schön das Ding runterfahren, weil sonst kommen wir nämlich nicht zur Tür rein. Also, ich bin so neugierig darauf, deswegen lasse ich den bei Edeka jetzt gerade auch mal eben stehen. Gut, die zwei Brot sind klar, ne? Ich meine, da geht nur kein Weg dran vorbei. Aber ich bin gespannt auf den Rest. Weil da steht ja echt massenhaft. So wie es ausschaut, jedenfalls. Ja, es steht vorne und hinten voll. Boah. Alter Schwede. Das hat sich definitiv gelohnt. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Na, kommt noch was? Okay. Okay. Haben wir jetzt alles durchproduziert oder was? Nee, jetzt ist nichts mehr drin. Krass. Nehmen wir kurz abladen und wieder vernünftig aufladen. So. Und jetzt mal eben kurz gucken. Das ist Rapsöl und das ist Rapsöl und Sonnenblumenöl. Boah, meine Herren. Verkaufsautomat im Freien. Boah, deutlich Verkaufsautomat im Freien. Ja, perfekt. Zurück müssen wir eh. Alter Schwede, ich bin gespannt. Wir sollten aber auch bedenken, also in solchen Momenten muss man eben halt auch wirklich bedenken. Ich habe, wie gesagt, für 200.000 Liter Raps habe ich auch fast 160.000 bezahlt oder so. So wenig war das jetzt nicht. Ne? Also von daher, entschuldigt Leute, es ist früh und ich habe Hunger und. Ich habe schon zugemacht. Sorry. So, jetzt können wir aber mal eben Edeka. Ah, jetzt komme ich so langsam in die Region, wo ich hin will, was Geld verdienen betrifft. Und hin muss vor allen Dingen auch. Weil ich will zum Beispiel auch die beiden großen Felder, die das Jahr mit Mais bepflanzen. Die kleineren mit Soja. Weil aus beiden kann man wunderbar Mehl machen. Das wäre mir schon wichtig. Bin wirklich gespannt jetzt auf den Verkaufserlös. Das wird heftig und vor allen Dingen da ist es eben halt klar. Da sollte man jetzt sich natürlich im Klaren darüber sein, dass es ein Verkaufserlös, der findet jeden Monat statt. Das ist nicht. Dazu müssen wir auch noch sagen, es ist die gemoddete Ölmühle. Ne? Es ist nicht die. Ne?
Wir müssen ja gleich nochmal hin. Weil das war ja längst noch nicht alles. Wobei, da können wir den LKW dann fahren lassen. Hätten wir eigentlich direkt dahin fahren lassen können. Stimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Leute, haltet euch fest. Na, hier der. Den hätten schon irgendwelche Banden weggesprengt, wenn hier wirklich so viel Öl drin wäre. Guck mal da oben hin, Leute. Aber auch da muss man eben halt sagen, das Verbot nimmt er gar nicht, okay? Okay. Warum nimmt er kein Brot? Was ist das für ein Hund? Wo fahren wir das jetzt hin? Schnell zu Lidl, oder? Sieht ein bisschen doof aus da hinten drauf, kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Fahren wir schnell zu Lidl, oder? Wo ist Brot am teuersten? Auch da können wir einfach gucken. Dann machen wir es einfach genau so, wie es eigentlich sein muss. 4.900, 5.074 ist Dings. Stadion ist noch teurer, aber Stadion mag ich nicht. Also kriegt Aldi es. Dann wisst ihr was, dann fahren wir mit dem Ding jetzt nochmal zurück. Und holen damit die Reste auch noch da unten ab. Und dann fahren wir das komplett zu Aldi. Und nennen das dann, wir stellen euch schon mal unsere neuen Produkte vor. Ne? Unser Öl, das Beste. Ne? Beste. Vom Schützenfeste. Wie war das? Soja macht, aber Soja macht nur Sojaöl. Und Sojamehl war doch, glaube ich, auch, oder? Nee, Sojamehl gibt es nicht, es gibt nur Sojaöl. Das heißt, Mais ist definitiv interessanter. Ich habe auch keine Ahnung, wie ergiebig Soja ist. Puh, Oliven machen wir definitiv nicht. Raps ist dann später auch noch interessant. Achso, das steht schon hier. Okay, gut. Ja, hätte man jetzt auch den LKW für nehmen können, kurz umladen. Hätte Fahrradkette. Ne? Wir alle kennen es. Ne? So, Hühner hatten wir gefördert, glaube ich. Ne? Haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ansonsten ist jetzt ja sowieso nicht besonders viel zu tun. Hühner sind gefüttert. Die haben schon ihren gerechten Lohn für ihre Arbeit gekriegt. Das muss man bei so einem Huhn auch einfach mal neidvoll anerkennen. Ne? Die denken dauernd, sie kriegen Kinder und wir nehmen sie weg. Und nein, über solche veganen Dinger will ich gar nicht sprechen. Ich esse die Dinger viel zu gern als das. Seit meiner Kindheit, ich liebe das. Letzte Woche hatte ich auch wieder einen 10er-Pack gekauft. Und die waren innerhalb von 3 Tagen alle. Und ja, jetzt kann mir jemand ein Drama davon halten, wie ungesund das ist, bla bla bla. Ist lange nicht mehr so, wie es früher mal war. So, jetzt war es das aber hoffentlich, ne? Hoffentlich ist es auch gut. Das ist Mehl, Öl ist oben, ne? Das wäre auch schön, wenn man die Dinger sortieren könnte. Das wäre, ja. Das war's. Dann fahren wir Kramer nach Aldi. Wird's schon zu, Aldi? So, Ziel setzen. Zack. Na, fährst du auch. Okay, sehr gut. So, was müsst ihr denn noch? Achso, wir müssen vorne noch dingsen. Das ist jetzt aber im November auch nicht so lebenswichtig. Wir können uns mal den Preis von Dings angucken, Kartoffeln angucken. Weil da können wir auch noch die Kartoffeln, die wir gemacht haben. Das war natürlich massiv ineffektiv im Sinne von, also erstmal der Dauer, die wir brauchten dafür. Im Hafen 588. Was haben wir gesagt?
Das geht bis 6,27 hoch, ne? Dann lassen wir sie noch einen Monat. Aber wir können im Endeffekt schon mal die Hänger befüllen. Das können wir definitiv schon mal machen. Wir haben drei Hänger. Und wir können die befüllen. Was habe ich gesagt? Wie viel haben wir davon? 649. Da reicht also auch wirklich für drei Hänger. Also den dritten kriegen wir dann nicht mehr voll, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Dann können wir die nämlich schon mal bereitstellen. Und können. Reste vom Hafer noch drin. Müssen wir wahrscheinlich auch wieder machen, weil wahrscheinlich auch bald wieder alle. Wir müssen so viel machen. Also grundlegend müssen wir eben halt das große Feld immer im Wechsel, die großen Felder immer im Wechsel mit den wichtigen Sachen machen. Habe ich das jetzt verpasst irgendwie? Nein, kein Stroh, kein Heu. Zur Hölle, wo sind die Kartoffeln? Eigentlich müssen wir, wie gesagt, dann immer was Neues machen und eigentlich brauchen wir mehr Felder. Das ist halt das leidige Problem. Und irgendwann müssen wir uns überlegen, die Hühner deswegen abzuschaffen. Weil ich mit Mehl und Brot definitiv mehr Geld aus dem Dings raushole, glaube ich, als mit Hühnern. Wenn man so richtig Langeweile hätte, könnte man das mal irgendwie durchkalkulieren, aber. Ich glaube, ich habe keine Lust. So, da ist er jetzt endlich. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt vom Transportaufwand. Natürlich hätte man das jetzt auch einfach aufbewahren können, ne? Und hätte sagen können, komm. Chili con come. Ne? Aber wir machen es jetzt mal so und wir füttern all die eben halt jetzt auch mit dem Öl an. Ne? Wir sagen, hier, guck mal, unsere neuen Produkte. Ne? Herr Albrecht, jetzt sag mal, findest du das gut? Ne? So. Jetzt haben wir mit dem bisschen Öl und dem bisschen Brot. Haben wir wie viel verdient? Achtundsiebzigtausend. Ja, so langsam kommen wir jetzt in die Region. Aber das Problem ist eben halt auch, ich will ja das Rie eins noch so ein Riesenfeld haben. Wir alle kennen es, ne? Das will ich halt auch noch haben. Ich lasse den eben zurückfahren. Jörg. Den lassen wir jetzt hier hinfahren. So. Wir wollen, wenn wir gucken, Schland. Das hier wäre noch um die 66. Weil schön gerade. Und dafür brauche ich allerdings 2,4 Millionen. Und nicht 690.000. So, die müssen wir jetzt irgendwie. Und können mal gucken, wie ich die am besten hinstelle. Können Sie eigentlich, wir haben hier Platz genug, also das ist nicht das Problem. Wir können auch mit drei Traktoren fahren, wir können aber allerdings auch die Dinger dann zusammenhängen. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Und ja, wenn man das jetzt ordentlich machen würde, weil sie jetzt über Nacht stehen, würde man natürlich nur das Verdeck zumachen, ne? Das war wirklich, im Endeffekt war es Blödsinn, die da zu machen. Klar könnte ich jetzt auch argumentieren, für 690.000 könnte ich mir hier auch Felder rundherum kaufen noch. Ne? Aber die sind halt aufwendiger. Das große Feld kann ich automatisch bewirtschaften, im Endeffekt das
diese Riesenfläche ihm halt gedingst wird, also gewalzt, gesät, gedüngt, ne? Und hier musst du bei vielen Vorgewende, also bei denen musst du auch Vorgewende fahren, aber einmalig. Und hier hast du dann, wenn du viele kleine hast, musst du halt viele Vorgewende fahren. Und das ist halt so die Überlegung dagegen. Und wir werden, wie gesagt, ich habe nicht ohne Grund da unten auch ein Silo gebaut. Ne? Und das hat ja auch einen Sinn. Ne? Dass ich da ein Silo schön gebaut habe. Ne? Oh. Ach so, das ist die Füllmenge, das war. Ne? Deswegen, oh, das ist immer noch so weit weg. Ja, das ist nicht der schnellste. Und wenn man so Silos baut, ne, dann. Will man damit ja auch was erreichen? Ne? Können hier schon mal auf Abkippseite rechts setzen. Dann habe ich ja vor, die Anlagen auch. Soll ja wie gesagt selbstversorgend sein. Ne? Und wenn wir uns überlegen, wir müssen dann ja auch, wir müssen eben halt jedes Mal Maschinen mieten, ne? Mähdrescher mieten und und. Und ja, da kann man immer noch drüber nachdenken, sich mal einen zu kaufen, aber ne? Auch das, wie gesagt, sind alles Dinge, die, da muss man mal 5 Minuten drüber nachdenken. Und dann, mache ich das nicht? Ne? Warum mache ich das? Wie mache ich das? Und wieso liegt hier eigentlich Stroh? Ne? Was? Ich bin Stroh dumm. Ja. So, das ist jetzt ein voller 500.000er Zug. Wenn ich den anderen da irgendwie hinten ran gezuppelt kriege. Aber fahren kann ich das definitiv nicht. Nee, das konnte ich noch nie. Komm her. Ah, switchen. Ist echt schwieriger mit Inhalt, okay. So muss es fast gehen. Geht sogar. Cool. Dann haben wir 500.000 dazu. Den können wir schon mal so stehen lassen. Der fährt dann kommende Woche weg und den nächsten machen wir dann auch gleich, egal ob es ein 7R ist. Da kann er so die Reste vom Schützen festmachen. Die holen wir uns mal eben, ne? Und dann wird das hier, ich sage ja, das wird toll. Oder wie sagt der Dings, ist immer hier, der von Automotorsport. Ich glaube, das wird gut, oder? Ne? Machen wir es mal anders. Kurz hier raus und wenden. Dann machen wir hier auch Abkippseite rechts hat er auch schon. Okay, gut, perfekt. Dann machen wir 147.000. Auch das wird sich nächsten Monat definitiv rentieren. Wir werden aber erst erleben dann und das machen wir das noch zusammen. Nee, jetzt machen wir nicht mehr zusammen. Ach, wie schade für euch. 28 Minuten sind rum. Ihr habt ja alle gesagt, die Folgen sind zu lang. Damit war die Folge dann wohl zu lang. Ich sage Dankeschön und wünsche erstmal was Schönes, was auch immer. Und wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, wie auch immer. Bis dann. Ciao, ciao.